Und du checkst dich. Es ist Annabelle. Oh, hallo, Jesse. Ah, gute, meine Freunde, willkommen zu einem Horrorvideo. Heute geht's weiter und zwar im letzten Part habe ich euch ja gefragt, ob wir eine Kamera oder einen Bewegungssensor hier installieren sollen. Und ihr wart für beides. Deshalb haben wir jetzt eine Kamera mit Bewegungssensor. Hier ist aber das Ding, Leute, beim Testen ist uns etwas aufgefallen. Etwas sehr Gruseliges ist passiert, worauf keiner von uns vorbereitet war. Und zwar war das so, Leute, ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht zu Hause. Eck und Inge haben die Kamera alleine getestet. Und da war es so, dass die Kamera in Exim etwas gesehen hat. Also da kam auch der Bewegungssensor, Leute, dass sich da etwas bewegt hat. Und das kam vom Balkon aus. Das sah halt so aus, als wäre entweder, also für mich sah das so aus, als hätte jemand meine Taschenlampe geleuchtet. Für Inge sah das so aus, als wäre da jemand halt durchgelaufen oder sowas, hat sie gesagt. Also da war jemand auf unserem Balkon. Nachts. Wer das war, was das war, haben wir leider nie herausgefunden. Weil, wie gesagt, ich war nicht zu Hause. Deshalb konnten wir auch gar nicht gucken. Ich glaube, wir haben es auch erst im Nachhinein gemerkt, gell? Ja, Leute. Und jetzt habe ich eine Frage an Yasin. Ja. Du meintest ja, dass du Fußstapfen gehört hast. Was ist, wenn das die Person war? Erzähl mal, was hast du da gehört? Weil wir haben ja nur telefoniert, ganz kurz. Also, ich war um 1 Uhr, 2 Uhr noch wach. Habe ganz normal TikTok geschaut in meinem Bett. Und dann musste ich aufs Klo. Aber ich habe ganz halt irgendwelche so Fußstapfen gehört, die so hin und her ganze Zeit so laufen. Bei uns in der Wohnung? Ja. Und das war Eck? Im Flur? Nein, das war nicht Eck. Eck war in ihrem Zimmer ganz Zeit. Wo war ich? Draußen irgendwo. Echt? Und Inga war da schon länger im Schlaf und meine Mutter genauso. Das heißt, ich weiß nicht, was ich da gehört habe und ich hatte sehr viel Angst. Ja, ich habe dich sogar gehört im Halbschlaf. Ja, ja. Dann habe ich einfach Alina angerufen, weil ich Angst hatte. Ja, und dann ist sie gekommen, oder was? Ja. Ihr habt euch beim Klo getroffen? Ja. Da bist du mit Eck auf Klo gegangen? Nein, die war vor der Tür, also im Flur. Okay, dann hat sie dich wieder ins Bett gebracht. Nee, da bin ich rangerannt. Du hast Schritte gehört und ihr habt nicht geguckt, wer in der Wohnung ist. Nee. Also Leute, wäre hier wirklich irgendjemand gewesen, gell? Aber wer weiß, vielleicht war hier wirklich jemand. Dann kann die Person hier easy noch einmal chillen, weil ihr es nicht geschafft habt, die Wohnung abzuchecken. Jetzt wissen wir nicht, wer hier ist, Leute, wer das auf dem Balkon war. Und stell dir mal vor, diese Person kommt wirklich jeden Tag. Das heißt, wenn die Person öfters hier ist, Leute, wird das gar nicht mehr auffallen. Weil Yasin guckt nicht, Alina guckt auch nicht. Ich zeige euch jetzt erstmal, wo die Kameras sind. Die allererste ist hier direkt vor uns bei der Türe. Man sieht die Tür von mir und Egg, also wirklich, da kann man echt nichts übersehen. Ihr seht, da ist aktuell nichts. Die andere Kamera haben wir im Flur installiert. Dann geht's weiter mit Kamera 3. Kamera 3 zeigt den Abschnitt von meinem Mutters Zimmer und Badezimmer, also die Ecke. Die letzte Kamera ist simpel aufgebaut, Leute, die ist in der Küche. Hier ist meine mentale Supportung, Leute, falls das passieren sollte. Das heißt, unser Ziel ist es, zu gucken, ob was passiert und wenn was passiert, gehen wir dorthin. Leute, wir gehen dorthin. Nicht so wie Jas und Eck es getan haben. Wir müssen herausfinden, was es ist. Ja, okay, stell dir vor, da ist irgendwas. Wer von euch beiden geht als erstes? Schnickschnack für die Kacke zuerst. Du gehst. Bis drei. Nein. Also Yasin geht dann auf jeden Fall zuerst. Ja, es könnte halt jeder sein, Leute. Es könnte jeder sein. Es könnte ein Typ von Egg sein. Es könnte, keine Ahnung, ein Chaya von Yasin sein. Oh mein Gott, oder der Chaya von Egg, mit der sie mal Stress hatte. Was mit dem Horrorclown? Nee. Haben die doch umbestellt. Leute, das ist einfach wie Five Nights at Freddy. Das sind ja auch solche Kameras, man muss immer schauen, ob die kommen oder nicht. Was? Ja, da sind so Kameras überall aufgestellt, jetzt wie bei uns. Und zum Beispiel das jetzt bei denen so Eingang. Die haben so zwei Eingänge. Und die müssen schauen, ob die Monster sich nachts immer bewegen. Und wenn die sich bewegen, dann müssen die immer die Türen schnell zumachen. Und die Monster kommen immer näher zu der Tür. Hä, warum lassen die nicht einfach beide Türen zu? Jetzt geht nicht. Und die Türen verbrauchen. Leute, hast du das Lachen gehört? Was redest du? Sel, steh mal auf. Guck, Kamera Inge. Gott. Die chillt dort. Yes. Was ist das? Leute, Leute. Hier steht nichts.
Jessen, du checkst nicht. Es ist Annabelle. Eck ist wieder Annabelle, und das letzte Mal, als ich Annabelle war, war es so gruselig, dass ich angefangen habe zu weinen. Und ich hatte alles von meiner eigenen Schwester. Warte. Oh mein Gott. Heißt es? Ist echt die Person um 3 Uhr nachts gewesen bei dir, Jessen? Oh mein Gott, Jessen. Und danach hat sie so getan, als wäre das nicht, obwohl sie das war. Oh mein Gott. Ich schreibe hier drauf. Was? Oh mein Gott, Selina, stopp! Stopp! Oh, mit den Dingern! Ja! Hast du was geschrieben? Wir gucken jetzt mit der UV-Lampe, ob was auf diesen Blättern steht, Leute. Und ich bin so doof, ich schreibe noch hier drauf, gell? Mein Gehirn hat gar nicht funktioniert. Oh, da kommt noch eins, da kommt noch eins! Oh mein Gott, was ist los? Oh mein Gott, das wird umfahren. Oh, okay. Ich sehe euch. Jetzt kommen wir zum anderen Blatt. Es sieht so leer aus, so harmlos. Ich finde dich, Selina. Aber das war echt der Fremde bei uns zu Hause. Überall stand nur Alina, Alina, Alina. Nirgendwo war ich oder sonst was. Leute, das allererste Mal, dass mein Name auch sowas steht. Ey, Jessen, du weißt genau, wie verrückt die war letztes Mal, als sie das gemacht hat. Leute, wir haben noch ein Blatt. Jessen! Oh, oh mein Gott! Schnell, bevor sie es... Nein, nein! Gib's her! Wir können nie wieder raus. Ich bin da. Such mich. Wie lustig! Ich such die ganz sicher nicht. Und jetzt kam gerade noch ein viertes Leute durch die Tür, vor der sie steht. Komm, spiel! Ich spiel nicht mit ihr! Das letzte Mal, als wir mit ihr gespielt haben, hat die uns durch die ganze, durch ganzes Parkhaus gejagt. Was tun wir jetzt? Oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich geb gleich um, gell? Und ich habe meine Angst, Annabelle ist größer als die Angst vor den Clowns. Gehen wir jetzt raus? Du gehst raus, du hast eh verloren, du musst rausgehen. Du gehst raus. Ich will dich, nicht mich. Können wir gucken, ob Annabelle noch mal vor der Tür ist? Und wenn nicht, müssen wir raus. Wir müssen sie ja suchen. Jetzt sollen wir echt das Spiel spielen? Was? Müssen wir ja, ne? Nein, ja, ganz kurz, wenn ihr das Spiel nicht spielt, dann bleibt sie. Ah, sie will nicht mich, sie will Sal? Du bist genauso wie Egg. Oh mein Gott! Was ist das? Eine Spieleuhr. Ich spiele kein Spiel mit dir. Plan ist jetzt, wir gucken, ob sie noch da ist. Wenn nicht, suchen wir sie. Und wenn wir sie finden, schmeißen wir sie aus dieser Wohnung. Ich würde sagen, wir sperren uns in einen anderen Raum ein. Irgendwo, dass sie selber nicht weiß, wo wir sind. Im Bad. Weil sonst können wir so die nie fangen und die entfernen. Jessen ist nicht hier! Jessen ist auf dem Klo, den ganz hintersten. Ich bin auch nicht hier! Da bin ich zu gruselig aus! Geh doch in Therapie! Unser Plan ist jetzt, Leute, wir gehen jetzt raus aus dem Zimmer, tun uns in Badezimmer einsperren, dass Annabelle nicht mehr weiß, wo wir sind. Und mit Hilfe der Kameras fangen wir sie und schmeißen sie hier raus. Wir müssen sie fesseln oder so. Boah, aber wir haben gelernt, sie zu fesseln ist so gut wie unmöglich. Letztes Mal hat sie unser Klebeband genommen. Ich habe sogar Klebeband! Sogar Panzertape! Wie können sie wirklich fesseln lassen? Sie ist beschäftigt mit Zell. Ich nehme das Panzertape, mache es schon ein bisschen auf. Und rennen die ganze Zeit um sie herum. Dann tust du auch einsperren. Egal. Was? Dann ist sie mit voll Panzertape. Weißt du? Mit Selina. Ja. Das ist ein schlechter Plan, Leute. Ich habe eine bessere Idee. Jessen lenkt sie ab. Ja. Dann packe ich sie mir, tue ihre Hände mit Panzertape umwandeln, ihre Füße und dann ihren Mund. Und dann liegt sie auf dem Boden, Leute. Okay, also das scheint so, als ob da niemand ist. Ich glaube, wir können uns fortbewegen. Ich glaube, da ist jemand. Ich glaube, sie versteckt sich bestimmt irgendwo anders. Können wir da auf die Kamera gucken, wo sie ist?
Ihr wollt euch irgendwo verstecken? Ich kann das nicht. Nur wenn ich mir vorstelle, wie sie auf vier Beinen zu uns läuft, habe ich in meiner Hose Pipi, Leute. Das ist gruselig. Ist das nicht Megan? Ja, Annabelle kann das auch. Was möchtest du von uns? Deine Schwester ist schon längst weg. Was willst du? Deine Seele! Will ich haben. Oh, hallo, Yasin. Hallo, Yasin. Du bist ja noch jünger als sie. Ja, er ist noch jünger als ich. Vier Jahre. Ich brauche zwei. Du hast doch Egg und Yasin. Ich bin jetzt. Wie geht das? Wie geht das? Komm zu mir und ich zeig's dir. Nein, 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 alles gut. Was sind die Regeln? Nimm. Komm jetzt. Was sind die Regeln? Komm an den Flur und ich zeig's dir. Nein, zeig sie mich hier immer mit immer. Ich sagte, komm in den Flur. Annabelle hat für mich den Nachrichten hinterlassen und ich schaue mir die jetzt an. Hallo, Selina. Wir spielen heute mein Spiel. Und wenn du nicht mitspielst, wirst du sehen. Die einzige Regel ist, dass du mitspielen musst. Und wenn du verlierst, dann verfolge ich dich dein ganzes Leben. Wir gehen jetzt zum Badezimmer und ziehen das Ganze durch. Wir fesseln sie und am Ende schmeißen wir sie aus der Wohnung. Oh mein Gott. Als wir das Video gedreht haben mit dem Fremden, da hat Ex auch gesagt, der duscht hier, isst hier und so weiter. Das war sie. Und ich, weißt du, ich wäre niemals auf diese Gedanken gekommen. Und sie schon, weil sie das war. Wir haben es ins Badezimmer geschafft, Leute. Ich sitze hier. Eigentlich war jetzt mein Plan, dass wir rausrennen, sie packen und fesseln, aber es klingt gar nicht so einfach. Ja, aber du musst sie ja finden. Wir brauchen jetzt einen Lockvogel, Leute, müssen herausfinden, wer von uns beiden es sein wird, um herauszufinden, wo sie ist und sie aus ihrem Versteck zu holen. Oh, ich habe eine Idee, Leute. Und zwar, sie wollte ein Spiel spielen. Selina geht das Spiel spielen mit ihr. In der Zwischenzeit schleiche ich mich an und tue sie fesseln. Yasin, wie wär's, wenn du das Spiel spielst? Sie hat gesagt, du bist jünger. Ja, du bist nicht so flink. Du bist nicht flink, Yasin. Wir gehen sich um die Ecke, Leute, und gucken, wo sie ist und was sie macht und so weiter. Sonst haben wir ja gar keinen Plan. Die sucht euch. In unserem Zimmer. Im Bad. Ich finde euch. Annabelle, ich spiele ein Spiel mit dir. Oh mein Gott. Du befolgst meine Regeln. Nein, solange wir nicht spielen, befolgst du meine, wenn du spielen möchtest. Komm drei Schritte näher. Komm du drei Schritte näher. Drei Schritte näher, nicht weg. Du sagst mir nicht, was ich machen soll. Dann spielst du dein Spiel mit dir selber. Willst du dein Spiel mit dir selber spielen? Bleib, wo du bist. Wir brauchen Regeln. Du sagst meine Regeln. Okay, dann meine Regeln. Abstand. Wieso wollen wir Abstand halten von dir? Er wird noch seine Rache kriegen. Er hat ein paar Sachen getan, die du noch nicht weißt. Was hat er getan? Er hat mich schlecht behandelt. Hast du sie gegen die Wand geworfen? Ja, oft. Oh nein. Das war knapp. Do you wanna play my game?
wollen ein Spiel spielen. Ich auch? Sitzen oder? Mitte! Geh dorthin. Geh dorthin. Schneller! Ich sagte schneller! Mein Gott! Leute! Ich will es den Leuten zeigen. Das ist ein Bild von Eric! Do you wanna play my game? Do you wanna play? Willst du spielen? Hey, das ist eine willst du spielen? Hülle. Ich hab gefragt, ob du spielen willst. Wir brauchen Regeln. Spielen! Regeln! Okay, also was ist denn? Das Mädchen nervt mich so. Ach, meine Seele ist noch nerviger. Gib deine Hand. Nein. Nimm's eine. Nehmt eure Hände, hab ich gesagt. Hast du nicht gesagt? Nehmt eure Hände jetzt beide. Wieso sind wir in dieses Zimmer gegangen? Ich sag's nur noch einmal. Nehmt eure Hände. Kann ich meinen Finger halten, Jade? Ja, Sinn. Yasin. Fass das Bild an. Fass es an, Yasin. Fass es an jetzt. Halte es. Ich halte es. Du bist da irgendwo drin. Ich weiß das. Das ist deine verlorene Alina, Schwester. Egg. Egg ist stärker. Halte du es. Hiermit haben wir uns versammelt. Weil ich euch dazu bringe, eure Schwester komplett zu vergessen. Sie war so dumm. Ah, ihre Seele? Ah, vergessen. Halten beide das Bild fest. Damit hilft ihr mir, sie komplett aus diesem Körper rauszumachen. Hiermit versammle ich alle Geister in diesem Raum. You wanna play my game? Halt stehen! Ich hab ihre Seele! Wir haben festgestellt, dass Annabelle ohne Annabelle sich nicht bewegen kann, so existiert sie nicht. Oh mein Gott, kommt so Alina wieder zurück? Oh mein Gott, wenn ich diese Annabelle-Puppe auch fessle. Sind die zwei verbunden miteinander? Leute, ich glaube, wir haben Annabelle erledigt, zumindest ruhig gestellt. Die Frage ist einfach nur, wie lange. Ich möchte einfach nur Egg zurück. Vor Annabelle habe ich viel zu viel Angst. Die hat mich geschnitten und gebissen. Versteht ihr das, Leute? Das heißt, Annabelle war diejenige, die durch unsere Wohnung gelaufen ist nachts. Die dir nachts Angst gemacht hat, Jasse. Die auf dem Balkon vorgestern war. Und die ging auch zur Kammer, dort, wo Annabelle vorhin drin war. Und deshalb schreibt sie überall Alina. Vielleicht hatte sie noch keine komplette Kontrolle über sie wie jetzt. Deshalb wollte sie sie. Weil nirgendwo stand mein Name, nirgends. So überall nur Alina. Alinas Bild, Alinas Zimmer. Einfach nur überall Alina. Das erklärt auch, von wo Egg wusste, dass es Annabelle war. Weil sie hat gesagt, oh mein Gott, sie duscht hier, sie isst hier, sie wohnt hier. Natürlich. Hat Egg nicht erzählt im letzten Video, dass sie ohnmächtig geworden ist? Stimmt, dass, also heute hat sie erzählt, dass sie gestern ohnmächtig geworden ist. Jetzt ist sie wieder ohnmächtig. Sie wacht dann wieder auf als... Warte mal, stopp, Selina. Oh mein Gott. Selina, wenn sie gestern auch wieder ohnmächtig gewesen war, das heißt, in dieser Zeit war sie auch wieder Annabelle, oder was? Genau. Und du hast nicht gesehen, was sie gemacht hat? Ich war doch gar nicht da. Und dann ist sie aufgestanden? Und deswegen das Ding bei der Kamera, was aufgenommen hat. Oh mein Gott. Das heißt, wenn sie jetzt wieder aufsteht, muss sie Alina sein. Hey Leute. Hey, was? Warum bin ich gefesselt? Du bleibst so. Hey, warum? Es ist eine Perücke. Sieht aus wie Annabelle-Haare. Leute, kennt ihr mich vielleicht entweder? Nein, du hast uns gejagt. Ah, meine Beine tun weh. Ja, klar tun die weh. Du bist auf 4 Beinen gelaufen, rückwärts. Aber können wir ihr vertrauen? Nein, wir lassen sie so. Leute, sie kann auch so tun, als wäre sie Alina. Ich bin Alina. Okay, wann hat Jasmin Geburtstag? Januar 26. Wann hat Selena Gomez Geburtstag? Ah, ist das so weh?
Ja, das Das ist Egg. Wann hat Selena Gomez Geburtstag? 24. Juli. Falsch. 22. Und wie alt ist sie? 32. Okay, das ist Egg. Annabelle, weißt du nicht, wann Selena Gomez Geburtstag hat? Warum hab ich so ein Kleid an? Ich bin wieder ohnmächtig geworden und dann wach ich auf und hab sowas an. Das ist stressig, Leute. Scheiße, ey, diese Puppe, die kriegt sie nie wieder. Die ist jetzt bei mir und die bleibt auch bei mir. Selena, ich komme wieder. Die andere Annabelle-Puppe ist draußen. Nein! Die ist wirklich weg! Wir haben zwar eine Annabelle-Puppe, aber es gibt zwei. Und die zweite ist draußen bei ihr.